Moin zusammen! Servus! Wir sind die Teledudes. Und heute spielen wir ein Spiel, von dem er noch nicht weiß, dass wir es gleich spielen. Und ich habe nur vorhin mal kurz ein Video gesehen und fand es aber spannend. Vielleicht kennt es jemand, ich bezweifle das jetzt mal. Es heißt Krt Füll. Oder vielleicht ist es ja rückwärts. Lüftrk. Nee. Der Name ist echt schräg. Eigentlich sollte es heißen Snake 4D. Kennst du Snake? Mhm. Snake 4D. Wir schauen einfach mal rein. Aber unabhängig von der Spiellogik, wo ich noch nicht weiß, ob sie mir gefällt, ist allein die Optik schon echt spannend. Allein das hier gefällt mir schon wieder ganz groß. Was ist denn Phase? Ah, okay, wir spielen erst zweidimensional. Ich sehe schon, oder? Was, wenn ich hier ums Eck gehe? Was passiert, wenn ich hier rumfahre? Aha! Also, klassisches Snake eigentlich. Hello, I'm Jake the Snake. What's happened? Nächste Stufe wahrscheinlich. Na, ach so, genau. Hier ist jetzt das Exit. Ist jetzt aufgegangen auf der anderen Seite. Ich habe schon genug Punkte, dass ich jetzt raus kann quasi. Zip. Jetzt sind wir nämlich hier innen. Okay, what the... Okay. Das ist witzig. Ach, du darfst gegen Wände anstoßen oder was? Nur nicht zum eigenen eigentlich nicht angestoßen gerade, oder? Doch. Wenn habe ich sie nur angedodged. Ich sehe schon, man muss so ein bisschen ausrichten. Damned! Nee, du darfst nicht anstoßen. Tatsächlich. Oh, oh, oh. Sehr gut. Und mit den Triggern hinten drehst du das eben so. Ach, okay. Dann sehe ich schon eine Mordschlange. Nein! Ins letzte Viertel Schwanzel oder Bissen. Oh, nee. Der Xbox Indie-Markt ist nämlich, glaube ich, wirklich so ein bisschen, der ist ganz gerne mal unterschätzt. Man muss ganz ehrlich sagen, da ist eine Menge Schrott dabei. Ohne Witz. Also, vielleicht Spiele, die wirklich ganz nett gedacht sind, aber da ist auch eine Menge Schrott dabei. Und es sind aber auch so Sachen wie dieses Ding hier dabei. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich einfach cool. Es hat irgendwie einen eigenen Style, so der Sound ist irgendwie cool. Es ist eine simple Spiellogik und ich meine, Snake kennt man, aber er treibt es trotzdem auf eine neue. So habe ich Snake noch nie gespielt. Nope. Da geht er, nee. Und es sieht eigentlich auch echt fett aus, ey. Jetzt, oh, knapp. Nur so geil, wie das da aussieht, wenn du an was vorbeischrappst. Jawohl, oh, nicht schlecht. Ich voll Klassiker. Oder? Nee, oder? Nee, aber du hast noch ein Leben, glaube ich. Nee. Ach komm! Du hast aber auch 4 Stages cleared. Scheiße. Hey, genau, ins Kreuzig. Als alter Handballer, ins Kreuzig, nee. Ich finde auch, wie es die Perspektive verzieht, wie das aussieht, ist schon cool. Irgendwie, das ist ja sehr ein harter Winkel irgendwie. Und warum das so einen bescheuerten Namen hat, weiß ich auch nicht. Auf der anderen Seite war es der einzige Grund, warum ich mich für das Spiel interessiert habe. Wegen dem bescheuerten Namen, weil ich mir gedacht habe, was soll denn das sein? Und habe dann drauf geschaut und dann festgestellt, Nein, ich habe doch weggelenkt! Ja, aber du hast ja ein paar Leben. Du hast 3 Leben anscheinend. Siehst du? Und da, jetzt check ich auf dieses Interface. Naja, eins brauche ich noch, damit es aufgeht. Ah. Schaugo. Na, einen hast du noch. Einen Wurm hast du noch. Komm, aber das fuchst einen echt. Das ist ein geiles Spiel, das muss man öfter spielen. Ja, aber mir kommt so vor, als wenn es immer anders anfängt. Ja, das ist so ein bisschen random hier, oder? Das finde ich, find ich schon cool. Oh, sind wir schon frech, dass er jetzt so lang wird? Pass auf, da ist ein Schranken. That's what, aber den sprechen wir lieber.
Bei einem Spiel mit einem Wurm darf man keine That's What She Said Witze machen. Das ist richtig. That tastes so good in my mouth. That's what she said. Ah, schau an. Was ist jetzt los? Der ist in Deinsphase. Ah, guck an, der hat mir nochmal schwer... Nee, der hat dich jetzt hart verkürzt. Verkürzt und hat mir aber schwer Punkte hingelegt. Ja. Ah, das ist aber ziemlich klein, die Welt. Man muss echt viel sammeln. Also jetzt ist krass. Und der stellt einem immer die Dinger hin. Ich glaube, du kommst nicht dran vorbei, du musst dann den grünen Hunger noch mit einsammeln. Boah, ist das Agro. Aber hält sich echt gut. Schön. Okay, ich habe gedacht, ich bin tot. Ja, aber man kann es ganz klassisch bezeichnen als Snake 4D, ja, oder? Ja, einfach Snake 4D. Richtig. Snake 4D, wir wissen jetzt auch nicht genau, wie weit es noch geht und wie lang das noch geht. Aber für einen Euro, also komm, für einen Euro. Es gibt also schlechtere Spieler für einen Euro. Ja, 80 Microsoft-Punkte, um genau zu sein. Und das gibt's auch für Windows. Glaube ich. Aber, ja. Das geht extrem gut, nein. Das ist wirklich. Ja, wir spielen es irgendwann anders weiter. Freilich. Wird total geil. Das ist echt gut. Ich bin der Alex. Ich bin der Flo. Wir sind die Tele-Lutz.